Nein, wie sieht's aus? Hast du Stein für mich gefahren? Hast du mir was mitgebracht? Du wolltest mir was mitbringen? Wie sieht's aus? Ja, ich hab alle für mich gefahren. So. Ehrenlos. Ehrenlos. Ich muss jetzt mal gucken, was ich, wie ich das Haus baue. Unter Wasser habe ich wirklich jetzt noch nie was gebaut. Als ob ich von einem Lapis Lazuli Block mit Glück 3, 20 Lapis Lazuli rauskriege, Alter, leck mich am Arsch. Du kannst Lapis Lazuli Block mitnehmen zu verzaubern? Hä? Nein, ich habe mir meine verzauberten Pickaxe abgebaut. Mit Glück 3. Und da habe ich jetzt aus einem scheiß Block irgendwie 20 rausgekriegt. Warte, ist das meine Spitzhacke? Nein, oder? Nö. Ich habe mir jetzt selber eine gemacht mit Behutsamkeit 1, weil du mir auf den Sack gegangen bist mit deinem, ich gehe nicht zu dir, ich bin woanders. Habe ich mir aber selber eine gemacht. Bin ich mir ein erwachsener Mensch? Ich kann sowas. Nein, ich bin schon wieder raus. So, jetzt bauen wir ein Haus fertig. Echt mal kämpfen. Ich überlege. Warum hast du dein Haus noch nicht fertig gebaut? Bau dein Haus endlich mal fertig. Ich hab's gefahren. Ich schmeiß in irgendeine Kiste Müll rein. Hier rein. Das Tier-Shirt, der mich Okay. Also, Kevin, hast du dir eigentlich schon das Raid-System angeguckt in Minecraft? Es gibt ja jetzt ein Raid-System. Mit Dorfbewohnern. Nope. Okay. Was? Raid-System? Ja, man kann geradet werden. Ja, als Dorfbewohner können geradet werden. Kevin, das hat sich eine Menge getan. Das hat sich eine Menge getan. Ich fühle mich echt alt, muss ich ehrlich sagen, wenn ich es überlege. Kevin, du bist alt. Du bist älter als ich. Ich bin immer 18 geblieben, Kevin. Ich bin 18. Ja, aber ich bin immer geblieben, Kevin. Ich frage mich echt gerade, wie ich das Haus baue. Warum habe ich einen Dreizack im Inventar? Das weiß ich nicht. Den Mann. Hast grad, den, ich habe einen Zombie getötet und der hat den gedroppt. Und ich versuche ihn mal gesammelt. Einzuladen. Kevin, was hast du eigentlich für ein Anime? Vielbild jetzt mal ernsthaft, Kevin, was ist das? Von einem Season Anime im Frühling, The Time I Got Reconnected, das ist Slime. Was für ein Ding, Kevin, red mal langsamer. Was? Ich übersetze dir. Absolut genuschelt, ihr habt nichts verstanden. Das ist ein Isekai-Anime. Weißt du, was Isekai ist? Was für ein Isekai? Wiederbelebungs-Anime. Der Typ ist gestorben in der alten Welt und ist wiederbelebt worden. Und ich fand das Profilbild geil. Ah. Du wolltest, fandest den Typen geil? Das von Mob. Nein. Und das von Mob Psycho, richtig? Wenn ich überlege. Mob Psycho 100. Psycho, irgendwie sowas, ja. Mega geile Serie. Kann ich empfehlen. Ah, ich weiß, sieht schon schön aus. Wow, Underman, das ist ein Bett, was ich platziert habe. Kämpft uns im Bett, Underman, wow, das sieht schön aus. So, Kevin, ich tu jetzt angeln und du baust das Haus weiter. So. Ja, lass mich. Ich tu jetzt angeln und du baust das Haus weiter. Alles klar, Digga, Arbeitsaufteilung. Wie ein altes Ehepaar. Du musst ein Material holen. Was brauchst du? Ich hole alles. Ist fast kaputt, shit. Wieder zurück. Hol mir mal Schwarzeiche. Weißt du, gibt's hier Schwarzeiche schon? Ja. Hat die irgendjemand was? Sag mal Seelaternen und Karts. Ich glaube, damit komme ich ganz gut. Oh Gott, das ist Lava. Ich baue das aber ein bisschen abseits von dem alten Haus, okay? Okay. Baut ihr entweder unter Wasser oder wollt ihr irgendwo Land bauen? Ich baue unter Wasser. Ist eine lustige Herausforderung mal für mich. Okay. Das habe ich mir eigentlich nur alles übergebaut. Ich habe schon fast alles gebaut, was geht. Ich muss jetzt durchlassen. Nächstes Mal hole ich einfach Melissa und lass sie bauen. Ja, auch rein. Dati, du weißt noch, wer Melissa ist? Ja. Habt ihr gerade Kevin hier so gesagt? Warte, Die Melissa? Was? Mit dem? Melissa einfach holen und sie baut für mich fertig. Boah, Alter, die war so geil. Oh, die war so geil. Also, okay. Das ist schnell eskaliert. Du wusstest schon, wie sie aussieht. Ja, ihre Stimme. Ihre Stimme hat ihm gereicht, Digga. Allein ihre Stimme hat ihn abends die einsame Nächte gebracht. Es geht wieder total in die Verschlechterung. Ja. Es geht immer in die falsche Richtung. Alter, ich wäre am besten. Kevin, weißt du noch, als du mir die Nudes geschickt hast? Was habe ich dir geschickt? Die Nudes. Von was?
Hä? Bildest du dir irgendwas wieder ein? Nee. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Eine Menge. Ich lass einfach vor sich hin. Ich lass es einfach vor sich hin. Westside, Motherfucker. Westside, Motherfucker. Yeah. Also, das Video ist legendär. Das Video ist legendär von dir. Danke. Ja, ich brauch schon. Ja, andere suchen wir einfach mal Sachen. Dann baue ich jetzt. Trade out to Berlin. Zuck, ich habe jetzt einen Sklavensatir. Ist das auch ein Sexsklave, Kevin? Sterne bekommt. Nein! Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Also ich glaube, wenn du einen Mann fragst, einen Mann braucht er nicht lange überlegen, also. Also ich brauche den. Ja, du hast doch Kevin. Okay, dann kann ich arbeiten. Und was entwickelt es sich schon wieder? Dann Kevin kann schon einen Schlagstock aus der Truhe holen. Absperren. Minecraft, naja, mach das. Gott, das kann ich jetzt doch abbauen. Ich habe jetzt so viel abgebaut, ich muss eben noch einen Stein ran. Alter, Kevin, wärst du noch, als ich ein Minecraft Texture Pack einfach die Schwerter. Ich hab dir einfach ersetzt. Ja, das waren so gute Zeiten, Digga. Weißt du noch damals, als einer Mensch das hat überhaupt krass. Alles nur Dildos dann, weißt du? Das Brutzeit-Spitz. Nein, du bist so. So, ich weiß nicht, Digga. So pubertär, weißt du, was ist mit dir passiert? Wickelst du dich nicht weiter? Achso, kann ich mir deine Pickaxe übrigens mal ausleihen? Ich brauche mal deine Pickaxe hier. Ich meine, das ist kaputt. Ich habe keine Pickaxe. Ich habe auf meine Behutsamkeit nicht geachtet, meine Pickaxe ist einfach geplatzt. Nee, weißt du, was das Problem ist? Du machst mich so, weißt du? Ich mach dich so, jetzt bin ich doch, das bin ich doch dein Problem, oder was? Jetzt bin ich schuld für dein Fehlverhalten, oder wie? Digga, ich wohne so viel Kilometer, von 1000 Kilometer von dir entfernt, ich weiß doch nicht, was er. Wie soll ich dich denn beeinflussen? Ich weiß jede Schuld von mir. Jede Schuld weiß ich von mir. Ich weiß ehrlich nicht, wie es. Ich muss mir echt was einfallen lassen. Kevin, du baust es in Minecraft und mit Blöcken. Was willst du da überlegen? Ja, ich muss aber. Ich muss überlegen, wie. Ich will nicht, dass es scheiße aussieht. Unter Wasser ist halt auch was anderes. Ja, ich glaub, ich hab schon eine Idee. Und dann wird es scheiße. So. Ja, mein Kopf. Bei mir kommt schon Dampf raus. Ja, es kommt bei Iron Man aber auch die ganze Zeit raus. Aber bei Iron Man ist ein Kurzschluss. Irgendwann hat ein Arzt mal was drin gelassen und seitdem knackt das da die ganze Zeit. Gut zu wissen. Westside. Einfach random, einfach mit einer Westside. 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 Aha. Anna, man holst die Sachen. Nee. Sorry. Ich bin grad so. Och nee. Digga, ich fühle mich so fett irgendwie. Das liegt daran, dass du fett bist. Ja, was dann gestern? Hallo? Das ist natürlich recht, weil du so fett bist. Wow. Ja, was soll ich dazu sagen, Digga? Wenn du sagst, dass du dich fett fühlst, dann wahrscheinlich, ja. Weil du fett bist! Digga, du futterst die ganze Zeit, wenn wir irgendwie zocken. Du bist nur am Futtern. Wir zocken Borderlands, du. Und zwischendurch hört man da irgendwie dann. Hört man die mit der Flasche. Und dann. Und dann war's es, Digga. Ich muss trinken. Ja, muss trinken, Digga. Und dann nimmst du die Flasche und deep frozest sie erstmal komplett in den Rachen unserer Kinder. Und dann kaust du drauf rum, Alter. Ich kann ihn auch. Nee. Jetzt schluckt er wieder, Digga. Jetzt schluckt einer mehr schon wieder. Guck, jetzt schluckt er, Digga. Oh. Jetzt tut er so, als wäre sein Akku schwer am Versuch, Alter. Ups. Das ist nur ein One-Night-Stand. Ja. Was ist? Willst du mit Anna-Man einen One-Night-Stand? Okay, Anna-Man, hast du es gehört? aber denk dran, er ist 15, ne? Er ist schon ein bisschen älter, seine Hüften machen das nicht mehr so ganz so stark mit Anna-Man. Hallo, er hat gerade mit deiner Flasche einmal und dann nie wieder. Ha! Bobbe ist schon mal wieder. Erfrischt, ne, Anna-Man, erfrischt. Ja, erfrischt. Oh mein Gott, Anna-Man. Hat wer ganz viel Sandos, Mandos für Mikos? Nimm uns das Scheiß. Bist du legal hier? Ja, aber ich hab. Was kann ich dafür, Kevin, dass du die Scheiß Wüste ist?
Hey, nein, das ist boah, sogar perfekt, nein. Weil ich weiß, ich sag schon Wüste, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Alter, boah. Das Problem ist, Alter, wenn hier hört der Unterwasserbeacon auf. Weißt was? Weißt was? Ich kann nicht mehr reden heute. Egal, scheiß drauf. Weißt was? Da mach halt dann noch einen Beacon. Digga, zwei alter IQ, Junge. Mach einfach noch einen Beacon, Digga. Einfach noch einen. Ich mach könnte mal, noch einen machen, glaube ich. Alter, man, kann ich mir dann eine Pickaxe aushalten? Sonst brauche ich noch 50 Jahre, um irgendwas zu machen. Ja, Alter, fuck mich doch nicht ab. Komm einfach. Alter, wir hätten da dieses riesige Holzhaus. Was heißt begehrt? Warum ist hier so ein riesiges Loch? Was heißt begehrt? Echt mal, lass dir das mal von einem Ex-Zuhälter sagen. Ex-Zuhälter. Ja, Alter, weil du so viele Kontakte hast, Alter. Kontakte zu Bitchy. Ja, das stimmt wirklich. Unglaublich. Ist ja nicht normal. Ja, Kevin und seine Minecraft-Girlfriend. Es eskaliert wieder. Also ich mal. Es eskaliert wieder. Erster Tag. Ah, shit, here we go again. Ah, shit. Here we go again. Mhm. Satyr, zockst du nur gerade in das Recycle oder willst du alle durchzocken? Alle Teile? Wir haben ja einen haben wir schon durchgezockt. Jetzt kommt erstmal Pre-Sequel, wenn wir das durch haben, kommt nur noch Borderlands 3 und dann sind wir fertig. Ah, 3, ja. Und dann kommt ein neues Projekt. Da kommt das Projekt 5 gegen Willi. Mal sehen, wie lange, wie viele Folgen da noch kommen. Livestream. Livestream, Digga, Facecam, Junge. 5 gegen Willi, Part 1 von 386, Junge. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist wund. So, Anderman, wo bist du? In mein fucking Unterwasserhaus da in der Nähe. In mein fucking Unterwasserhaus, alles klar. Bin auf dem Weg. Ich muss auch überlegen, wie ich Borderlands hochlade, ne? Pre-Sequel, Digga. Ich würde das gerne bis zum Release von Borderlands 3 hochladen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch knapp 16 Folgen Borderlands 2. Da muss ich gucken, wie ich die schneide. Ich glaube, da werde ich so 1-Stunden-Videos hochladen auf YouTube. Meine Fresse, ja. Zocken wir heute weiter, Borderlands? Ich weiß nicht. Risex macht ja eigentlich auch noch mit. Aber heute würde ich, glaube ich, nicht sagen. Weil ich muss hochladen. Ich habe auch nichts hochgeladen. Weil nächste Woche, ich weiß nicht wirklich, ob ich kann. Nächste Woche. Also bis ich Samstag sicher nicht. So, gib mir deine Pickaxe, Anderman. Hast du schon heruntergeladen, Kevin? Was? Risiko, ja, habe. Gib mir deine Pickaxe, Junge. Hat er schon heruntergeladen? Passt. Heute aufnehmen. Komm, 2 Stunden, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Risex will ja auch, ist ja auch noch dabei. Ich könnte ihn auch mal fragen. Ah, Risex hat eh keinen Bock mehr, oder? Ja, genau. Ja, weiß ich also nicht. Er wollte sich halt noch überlegen. Würde ich sagen, er hat keinen Bock mehr. Ja, wirklich, hab ich, das habe ich, hab ich schon von Anfang an gesagt. Du hast doch die ganze Zeit gehört, wie ich ihn darauf angesprochen habe. Weil er mir die ganze Zeit immer so... Ja, genau. Ich auch Strom nach seiner Sprache, wie man die halt hört, in meinen wunderbaren neuen Orden, da kann ich nur bestätigen, dass Rex ist überhaupt keinen neue Ohren, Digga. Nigelnagelneu von Nike, Junge. Mit Rallye-Streifen gerade und so ein Shit, Alter. Ich kann nur bestätigen, dass Rixis keinen Bock mehr auf dieses wunderbare, wunderschöne und hervorragende entwickelte Game Borderlands The Pre-Sequel mehr hat. Also würde ich vorschlagen, dass wir heute aufnehmen. Anderman, willst du mich verarschen? Ich muss zu dir kommen, um die Pickaxe zu holen, jetzt rennst du mir unten her, ne? Hinterher. Hättest du auch gleich vorbeibringen können, verdammte Scheiße, Alter. Also tut mir leid, ich wollte eigentlich zu Kevin. Genau. Ups. Du rennst mir hinterher? Was, oh, ich wollte zu Kevin, jetzt dreht er wieder um und lässt mich hier unten alleine. Alles klar, Digga. So, wo ist Kevin? In deinem Häuschen. Ich weiß nicht, ob man es rausnehmen kann. Jetzt aber Ghetto Bunker. Runter, Alter. Einsatzzentrale, Kevin. Seine Einsatzzentrale. Ja, Einsatzzentrale. Ich brauche aber auch Seele. Alter, mein Vokabular ist schon geil, oder? Das ist natürlich mein Vokabular schon sehr geil, oder? Vokabular, ja. So, Kevin, wo bist du? Alter, hast du dich gelitten heute, oder was? Das, Alter. Ich hab Alzheimer, ich merk mal keinen Scheiß, okay? Digga, so. Das kann ich so bestätigen. Ich hab nicht einmal die Sonderschule geschafft, okay? Also. Immer noch in deiner Scheiße. So, ich komm jetzt zu dir. Da haben die ganzen Lehrer immer gesagt, er ist ein Pflegefall, Junge. So, wolltest du irgendwas wissen? Oder von mir, oder soll ich eine Story erzählen wieder? Ja, erzähl eine Story, Digga. Mach Story Time. Story Time, please. Story Time, ja.
Ich war am Freitag zum ersten Mal im Gefängnis. Mhm. Zu wissen. Hast du deinen Onkel besucht oder was? Der dich damals immer zu doll gerne hatte oder was? Nee, wir haben einen Einsatz bekommen, da ist gestanden Bauchschmerzen und dann ist gestanden Justizanstalt. Also wurde abgestochen von seinen Kollegen oder was? Ich stehe. Nee. Zu wissen. Nee. Ach, du hast ihn abgestochen. Genau, ich habe ihn abgestochen. Er ist hingegangen mit Bauchschmerzen, da hast du gleich Rest gegeben, Digga. Hast ihn einfach umgebracht. Ja. Wie so ein Fett, was du Verletzung am Bein hast. Die Polizisten haben weggegeben. Mhm. Hast geschmiert, hast du das Geld gegeben. Hast Zigarettenschachtel gegeben, Digga. Ich hab sie weggeguckt. Die haben zu mir gesagt, Alter, wir haben keinen Bock. Komm, Andermann. Andermann. Ja, was soll ich machen da? Ja, ich will dir zeigen, wo ich... Ja, Andermann hat ihn einfach auf Ehrenbasis eingeschläfert. Zwangseinschläferung. Komme ich jetzt hier wieder rum? In Österreich ist das normal. Also in Österreich ist das normal. Okay. Ja, natürlich. Andermann, siehst du hier denn die Riesen? Was sehe ich da? Andermann, siehst du die Riesenfläche? Diese Riesenfläche? Ja, welche? Also nur so mal kurz als Frage. Ich würde ansonsten gleich mal durchschreiben. Wollen wir denn nachher noch Borderlands machen, Kevin? Eigentlich nichts dagegen. Wie lange geht das dann? Bis 18 Uhr? Ja, wahrscheinlich bis 18 Uhr. Was? Ja, mal schauen. Nee, dazu muss ich halt gehen. Wie gehen, Kevin? Glaubst du, du hast ein Privatleben? Nee. Andermann, hier würde ich dann bauen. Hier bräuchte ich dann bauen. Ah ja, Kevin. Dann. Boah, geil. Da unten? Ja. Okay, ich werde diesen Beacon vorbereiten für dich, Kevin. Okay, ich werde an Risings mal schreiben, ob er nachher 16 Uhr Bock hat auf Borderlands. Also ich habe schon Bock auf Borderlands. Digga, dich fragt keiner. Na, okay. warte mal kurz. Wenn Rex jetzt wirklich keinen Bock hat, dann kann er Tupac mitmachen. Oder? Ach, Digga, wir brauchen ja nicht immer wieder neue Spieler. Das ist auch merkwürdig, wenn auf einmal hier wieder einer neuer dabei ist, als wieder einer. Scheiße. Hey, ich bin schon der Neue. Ich war schon eben auch da. Kevin ist unser Ersatz. Du bist der Neue, Kevin. Die andere Leute einzuschleusen. Aber Kevin, wirklich, du bist im Stimmbuch gekommen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Deine wunderschöne Kinderstimme, die habe ich immer geliebt und jetzt. Ja, das hat Andermann. Eigentlich hätte ich immer so. Hat immer geil gemacht, weißt du? Und jetzt auf einmal, Digga, klingst du nicht mehr wie 12. Was passiert, Kevin? Was?